Bau die da. Bau davon mehr. Und gib her. Also es könnte sein, dass das irgendwie die Größe der Welle angibt. Also dass jetzt zwei Wellen kommen mit einer Stärke von 68. Fragezeichen? Ausrufezeichen? Fragezeichen? So, Eisen haben wir komplett umgemodelt, das ist schick. Kupfer noch nicht, aber Kupfer haben wir ja auch. Genug. Mehr als genug, anscheinend. Was sollte ich also als nächstes automatisieren? Grüne Chips. Ich sollte eigentlich anfangen, richtig zu automatisieren, was problematisch ist, weil es hier alles total verwuselt ist. Das kann ich so nicht wirklich nutzen. Es war gut für den Start, keine Frage. Damit ich die Ressourcen erstmal hatte. Aber ab jetzt kann ich so nicht weiterarbeiten. Das heißt, ich muss hier unten das Feld sichern und dann hier unten anfangen mit geschlossenen Strukturen. Und die dann untereinander verbinden. Also die altbekannten Lavalampen. Auch wenn ich sie nicht so schön aufbauen werde. Ich werde einfach einen Komplex machen, der möglichst kompakt ist, der grüne Chips herstellt. Und dann verbinde ich den grünen Chip-Komplex mit dem roten Chip-Komplex und dann, ja, passt das irgendwie. Das heißt, davon muss ich jetzt nicht noch mehr bauen. Öl müsste ich versuchen anzufangen. Ja, sogar relativ schnell. Die Ölanlage baue ich dann hier hin. Also eine Raffinerie vorerst. 3, 4 Chemical Plants. Pumpjacks. Und wahrscheinlich eine Menge Rohre. Und Untergrundrohre. So. Der braucht noch Zahnräder. Ich habe zu viele eingesteckt. Tu mal die Zahnräder ebenfalls hier rein. Dann kannst du sie auch direkt von da nehmen. Du kriegst kein Eisen. Was? Nee, du kriegst keine Ärmchen und deswegen geht das nicht. Na gut. Das schnappe ich mir hier, damit das Spielercrafting schneller geht. Das heißt, ich sollte die Sache eigentlich alle abbrechen. Wow. Was fehlt? Wir haben 3 Chemical Plants, wir haben eine Oil Refinery. Das ist okay. Das kann ich so lassen. Gut. Das heißt, oh, ein Öltank wäre noch ganz schick. Da bauen wir 2 davon. Das heißt, hier kommen die. Wir bräuchten also eine Stromverbindung von hier nach oben. So. Dann hier Mauer weiter. Damit wenigstens das schon mal sicher ist. Das, oh, das hätte ich gerne bald. Aber erstmal mache ich hier runter bis zum Wasser, was nichts bringt, weil das genau. Oh, da ist ja noch eine Mauer. Wie schnell sich sowas ergibt. Das ist. Ja. Okay. Ich werde alles einfach einmauern. Oh, Kohleproblem. Kohleproblem ist nicht gut. Das heißt, die Holzkiste oben ist alle gewesen. Gib her. Ich brauche ein größeres Inventar. Cannot insert life support. Ja. Alles auf einmal. Spiel. Ganz ruhig. Und warum sagt der Life Support Tank und nicht einfach nur Tank? Ich habe, glaube ich, das Falsche gebaut, oder? Ja. Oder? Wo sind die Dinger? Einmal mit F den Weg zurücklaufen. Sammel alles ein. Irgendwo hier war das. Habe ich jetzt einen Life Support Tank? Da. Gucke ich mal, ob es einfach mit mir geklappt. Also ich schließe jetzt einen Pumpjack an. Lass dir das Teil hier vollpumpen und dann gucke ich weiter. Und ich baue dich mal hier. Ne, kommt von da das Öl. Ich brauche viel mehr Pipes. Bau mehr Pipes. So, Pumpjack. Ach, die Pumpjacks habe ich abgebrochen. Hm? Okay, bau 3 Pumpjacks. Dann kommt hier die Fabrik. Die Fabrik brauchte, glaube ich, auch Wasser. Das können wir dann gleich hier holen. Das ist eine Chemical Plant, keine Refinery. So. Brauche allerdings ebenfalls Strom.
ja nicht hier das Öl, wenn es denn da war. Ach, brauchte gar kein Wasser. Ach, die nächste Stufe von Refinery brauchte dann erst Wasser. Das ist okay. Autos. 200 Rote, das ist noch erträglich. Allows you to repair some machinery in motion. Das heißt, ich kann von drin, während ich im Auto sitze, das Auto reparieren. Ah, sehr cool. Go. Ich will ein Mad Max Auto. Du, da. Öl. Da lang. Öl. Da lang, da lang. Die werden jetzt gut Strom fressen, bin ich mir relativ sicher. Müssen wir mal schauen, wie das hinhaut soweit. Ach, Untergrund. Warum machen wir hier so? Zup, 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 zup. Okay. Das wird jetzt wieder alles auseinanderklamüsert. Du da lang. Viel mehr Rohre. Habe ich viel mehr Rohre erwähnt? Warum mehr Rohre? So. Später auch alles wieder auseinandergefriemelt mit, ne, richtigen Tanks und so weiter. Aber erstmal will ich es nur haben. Angriff unten links, weil ich wahrscheinlich wieder eine Welle verpasst habe. Lauf da hinten hin. Da, was haben wir da? Jetzt kann ich mir die Sachen mal angucken, weil sie die ganze Zeit gegen die Wand hauen. Oh, das sind Zerglings. Das ist schon die nächste Stufe. Das sind keine selbstsprengenden Einheiten. Was? So, habe ich jetzt Zerglings dabei? Nein. Zerglings haben also auch keine Leiche. Das ist nicht gut. Und ich brauche definitiv mehr Türme. Und hör auf, die Rohre zu bauen. Das war ein Scherz mit den ganzen. So. Komm. Was brauchte ich jetzt für die Engines? Gar nichts. Weswegen genau? Wegen Plastik habe ich das gebaut. Plastik brauchte Petroleumgas und Kohle. Kohle ist praktischerweise hier. Können wir also auch dahin liefern. Mach hier, du, da, Plastik. Gut. Ich brauche sehr viele Fließbänder. Dann klaue ich mir einfach hier aus einer Kiste. Die natürlich keinen Strom hat. So. Fließbänder waren hier, hat allerdings keine Zwischenkiste. Die kann ich immer nur 50 Stück abholen. Dann ist okay. Brauchen wir Stahl? Nimm einfach mal. Nimm Stahl, nimm Stahl. Da. Bäume weg, damit wir was zu essen haben. Und das Plastik sollte dann wahrscheinlich auch gleich wieder nach oben irgendwie transportieren, damit wir da rote Chips automatisieren können. Na, mal gucken. Erstmal soll das hier hin. Das da rein. So, und dann irgendwo hier erst einmal muss. Erst einmal raus. Und eine Kiste. Kein Petroleumgas? Was ist hier los? Ist anscheinend viel zu wenig Öl, was da kommt. Sind die unendlich? Ja, sind sie. Okay. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Bauen noch ein Pumpjack. Das war aber doch vorher nicht so. Vorher konnte man einmal eine neue Ölquelle anzapfen und dann ist das sofort richtig abgegangen. Und das Ding hat fast durchgehend gerödelt hier. Sehr kurios. Na gut, ich brauche drei Tanks, das passt ganz gut. Denn jeweils einen hier zwischen. Wir haben momentan keinen Abnehmer für Leichtöl und Schweröl. Und wir haben keine Voidpipes, wie im Shadow Modpack. Das heißt, ich brauche Abnehmer. Außer ich will regelmäßig die Tanks zerstören. 1,3 die Sekunde. Was ist hier los? Ich glaube, das Ding vernichtet irgendwas. Mach die mal weg. Ja. Okay. Das war alles absolute Verschwendung. Die Tanks zu bauen. Die sind nämlich wirklich nur für die Essens-Sauerstoff-
Wassergeschichte. Mist. Das heißt, ich müsste das erst erforschen. Bau grüne Tränke. Aber was soll's. So viel sollte nicht verloren gegangen sein. Reparier hier, reparier hier. Und ich muss viel mehr oben links auf dem Bildschirm achten, wenn da neue Wellen kommen. Wenn die jetzt schon mal mutieren sind. Gib mir Fließbänder. Dann kriegst du Zahnräder. Grüne Chips werden nicht hergestellt, weil kein Draht da ist. Hier Draht. Draht wird nicht hergestellt, weil kein Kupfer da ist. Das ist nicht wirklich ein Problem. Gib mir all dein Kupfer. Tu alles Kupfer da rein. So, Problem gelöst. Du da. Ich hätte Autos nicht erforschen sollen. Ich hätte erstmal Tanks erforschen sollen. Die hier, das sind nämlich die richtigen Storage-Tanks. Die kosten auch nicht so schweineviel wie die anderen. Na, was sollst du? Ja. Füll dich damit, schmeiß das hier rein, damit auch das weiterläuft. Mauer weiterbauen. Viel wichtiger als alles andere theoretisch, weswegen ich das hier verdoppeln müsste eigentlich. Aber ich habe keine Roboter, die das für mich automatisieren, also habe ich da keine Lust zu. Ihr habt bestimmt nicht genug Kohle. Ein bisschen was kann ich reinschmeißen. Ihr könnt das Holz haben. Da. Dann kriegen die hier die restliche Kohle. Nom 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 nom. So. Euch nehme ich mal kurz mit. Baue noch ein paar mehr davon. Und mache jetzt hier die Ecke. Und an die Ecke baue ich schon mal die Kanonen. Warum genau mache ich jetzt so einen breiten Abstand hier? Weiß ich nicht. Da muss es theoretisch durch. So. Da. Wenn es Zerglings gibt, gibt es auch Chrysalisten? Mutalisken und all so ein Gedöns. Das heißt, es gibt spuckende Einheiten, das heißt, es gibt fliegende Einheiten, das heißt, es gibt Einheiten, die tierisch viel aushalten. Oh Gott. Bau Gunturret. Bauen sie einen schräg versetzt. So. An die Ecke mache ich mal drei. Dann mache ich die... Ich habe keine Ahnung, was für ein Abstand. Ach so. Ich kann es nicht in die Ecke bauen, weil da keine... Munition dran vorbeikommt. So, und ich muss auch alles mit Strom versorgen. Oh, das wird Horror. Das wird Horror. Also ich könnte Burner-Inserter nehmen, aber dann habe ich noch viel mehr Probleme. So, also das muss angeschlossen werden. Ihr braucht Munition, ja. Braucht viel mehr Munition. Wie kommt das von hier unten, sagen wir mal, und geht denn da rum und nach da. Das heißt, die gesamte Munitionsgeschichte muss ich aus dem Kladderadatsch da rausnehmen und irgendwo ordentlich hinbauen. Möglichst nah an dieses Fließband hier ran. Oh Gott, das wird sowas von nix. So, jetzt ist der 373 durch 1. Muss überall Strom hin. Und schon haben wir wieder ein Netz. So schnell geht das. Ah ja, wir könnten wirklich mal die besseren Poles langsam anfangen zu benutzen. Also Steuerung das mittlere so. Und die jetzt ersetzen durch die guten alten, ne? Medium Poles. Die sich komischerweise da nicht verbunden haben. Aber das ignoriere ich mal ganz. So. Ein Angriff kam von oben rechts, einer kam von oben links, einer kam von unten rechts. Was ist der nächste Angriff? Kommt von unten links? Haben wir überhaupt Feinde? Ja, bestimmt. Ja, wir haben überall Feinde. Wir haben inzwischen 15 Basen. Oh, Feier. Okay. Prioritäten. Erstmal Stromanschluss hier. So. Dann ganz viele
Türme bauen. Dafür brauchen wir Kupfer. So, dann ganz viel Munition abholen. Nur die. Bum, 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 bum. Oh, Lampen. Lampen hätte ich dann auch ganz gerne da oben. Bauen noch mehr Lampen. Und zwischendurch muss ich auch immer dran denken, grüne Tränke zu bauen, dass die Ressourcen nicht auslaufen, dass die neuen Mauerstücke geholt werden, dass das Öl im Hinterkopf bleibt, dass die Kohle im Hinterkopf bleibt, damit, oh, damit wir keinen Stromausfall haben. Ja. Da, 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 da. Die müssen auch bald nachgefüllt werden. Also wenn später die Angriffe richtig losgehen, dann werde ich sowas von untergehen. Ich bin jetzt schon gestresst, obwohl eigentlich nur kleine Zerglings vor der Tür stehen, ab und an mal. Was haben wir grün trinken? Grün trinken. Da. So. Die werden gebaut, die werden gebaut. Fließbänder abholen. Um grüne Tränke zu bauen, ohne Fließbänder herstellen zu müssen. So. Mauern lasse ich erstmal bauen. Ja, gut. Also ich speichere jetzt ab. Nächste Folge arbeite ich weiter an der Turmgeschichte hier. Ich werde die Munitionsfabrik hier abreißen und hier irgendwo neu aufbauen. Es muss aber in der Nähe von Wasser sein, weil wir brauchen flüssiges Wasser. Oder ich mache die Rohre einfach hier unten lang. Ja, ich denke, ich werde die Rohre einfach verlängern bis hier hinten hin, baue dann das hier neu auf mit der Munitionsfabrik und befülle dann automatisch hier das Fließband. Das Fließband muss einmal komplett die Grenzen unserer Basis lang. Und ich hätte ehrlich gesagt, oh, da ist eine, da ist eine, da ist eine Basis, ja. Puh! Okay, Grenzen unserer Basis wären hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier um den See rum, hier um den See rum, da lang. Und dann geht das Fließband hier wieder rauf. Und so läuft das Fließband einmal im Kreis. Ja. Okay, okay. Bis gleich.